zwei Sichtweisen. Die eine ist, es stimmt immer. Es stimmt immer. Die zweite ist, es stimmt manchmal und manchmal stimmt es nicht. Und die dritte, es stimmt nie. Es stimmt nie und es ist nie gestimmt. Es lässt sich nicht stimmen, weil es unstimmbar ist. Es ist immer verstimmt. Das stimmt auch nicht. Nein, nochmal. Die erste ist, es stimmt nie. Die zweite ist, es stimmt manchmal und manchmal stimmt es nicht. Und die dritte ist, es stimmt immer. Ich kann auch sagen, es ist immer eine Stimmung da, sobald eine Stimme die Stimmung stimulisiert. Sobald sowas wie auf einmal Wachsein da ist, ist eine Stimmung da. Und die Stimmung, ob die jetzt stimmt oder nicht stimmt, das stimmt die Stimmung auch nicht um. Aber jede Stimmung bleibt nicht. Eigentlich die Stimmung verwandelt sich ständig in eine andere Stimmung. Also die Stimmung bleibt, aber das, wie die Stimmung sich gestimmt ist, das stimmt sich immer um. Es stimmt sich immer um. Herz. So und so viel Herz. 7 Milliarden Herz. 8 Milliarden Herz. 12 Milliarden Herz. 10 Herzen. Jedes Herz hat seine eigene Stimmung. Immung. Stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt. Es stimmt nicht. Stimmt. Stimmt. Stimmt nicht? Muss gar nicht stimmen. Es muss ja gar nicht stimmen. Muss nicht stimmen. Es kann stimmen, muss nicht stimmen. Und dann stimmt es wieder nicht. Und dann stimmt es wieder und stimmt wieder nicht. Und dann ist es einfach nur eine Stimmung und in der Dunkelheit des Seins gibt es keine Stimmung mehr. Die dunkle Stimmung. Ja, Licht, es gibt nur die Lichtstimmung. Wenn Licht da ist, ist eine Stimmung. Also es kann ja nicht Nichtlicht sein. Aber ich meine, im tiefen Tiefschlaf, da gibt es nichts, was gestimmt werden kann. Keine Stimmung. Niemand, der etwas als Stimmung definieren kann. Doch, davon reden wir ja gar nicht. Wir reden ja jetzt vom Wachsein wieder hier, vom Nichtschlafen. Da ist ja eine Stimmung hier. Und die Stimmung können schwanken. Stimmungsschwankungen. Ja, stimmt das mit den Stimmungsschwankungen? Oh, rauf und runter, Stimmung hin, Stimmung her. Stimm dich ein. Auf das absolute Sein, das absolut relativ sein kann, wenn es absolut relativ ist, in einer absoluten relativen Stimmung, die sie absolut relativ immer nur stimmt. Stimmt? Oder stimmt nicht? Brauchst du bestimmt nicht zu wissen.